Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Es tut mir leid, dass gleich so ein harter Schnitt kommt, aber ich habe die Begrüßung vergessen. Ich war so aufgeregt und wollte unbedingt diese Box auch öffnen und ich stand schon 2 Jahre lang nicht mehr vor der Kamera. Deswegen, Leute, tut mir leid, dass ich vergessen habe, guten Tag zu sagen. Die Tonqualität jetzt ist ein bisschen anders, weil das andere, was ihr gleich hört, habe ich alles mit dem Rode-Mikrofon aufgenommen, was da oben hängt. Ja, ich wollte nur einmal kurz Hallo sagen und dann viel Spaß bei dem Video, was jetzt gleich folgt. Ja, Leute, und wie versprochen, zum Neuanfang des Kanals habe ich euch was Tolles versprochen. Und wir öffnen die ultimative Ultra Premium Kollektion mit Celebrations Pokémon 25 Jahre. Ich würde sagen, gar nicht länger quatschen. Machen wir da gute Dinge auf und schauen uns das mal an. So, dann machen wir mal die Box auf. Das mit Klettverschluss hier. So, okay, dann schauen wir mal. Ich halte die mal eben hoch in die andere Kamera, ob man das sehen kann. Nein, sieht man nicht. Ich habe hier noch ein komisches Setup, Leute. Ich muss erstmal gucken, wie das alles hier funktioniert und wie das mit dem Platz hinkommt. Das wird sich im Laufe der Zeit natürlich alles verbessern und ändern. Ich habe jetzt mit den Sachen, die ich habe, irgendwie ein kleines Setup aufgebaut und muss halt gucken, wie das alles funktioniert. Okay, funktioniert leider irgendwie nicht. Wir haben hier normale Booster drin, ne? Gucken wir jetzt erstmal raus und dann gucken wir mal, was wir für Booster haben. Die sind hier in so einer schönen Box drin gewesen. Wir haben einmal Schauergeherrschaft, zweimal, dreimal Schauergeherrschaft, Kampfstile 1, Kampfstile 2, Kampfstile 3, Kampfstile 4 und einmal Farbenschock. Das ist ein sehr gutes Set. Da hoffe ich, dass das Pikachu drin ist. Legen wir die mal auf Seite. Ich glaube, mit denen fangen wir nämlich an. So, komm ich rein. Die Box holen wir noch nicht raus. Da sind nämlich diese zwei schönen Karten. So, dann haben wir hier einmal, das sind glaube ich die anderen beiden Promokarten, Goldkarten. Einmal den Pokéball. Sehr schön. Mal gucken, so. Der kommt auf Seite. Ich glaube, ich lasse die auch sealed. Pack die, glaube ich, gar nicht in, oder? Packe ich sie in Top-Loader? Ich weiß es nicht. Dann hier einmal ein goldenes Pikachu. Sehr schön. Und dann haben wir, glaube ich, hier 17... Ah, nee, wir haben hier noch was drin. Ein Coin. Sehr schön. Und dann haben wir hier, glaube ich, 17 Celebrations-Booster. Da fehlen mir tatsächlich auch noch einige Karten. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das Glurak fehlt mir noch, das Bisaflor fehlt mir noch. Goldstar Nachtara und ich schlag mich tot. Also eigentlich relativ viel, weil ich habe nicht so viel von Celebrations geöffnet. Und, ach komm, weißt du was? Wir holen jetzt noch die anderen Special-Karten hier raus aus dem Set. Oder aus der Box, eher gesagt. Und dann können wir in Ruhe oben die Sachen auspacken. So, wir haben hier nochmal einen Pin drin. Pikachu fliegt gerade auf Glurak. Ich komme mal ein bisschen näher. Sehr schöner Pin. So, und dann haben wir die beiden Goldkarten. Das sind aus Metall welche. Ich lasse sie aber, glaube ich, erstmal hier drin. Haben wir einmal das First Edition Pikachu. Sehr schöne Karte. Ich habe auch mal eben hier am Rand gucken, ob da irgendwas weggeplatzt ist, weil die Karten sollen relativ anfällig sein, aber das sieht nicht so aus, dass da nämlich am Rand das Zeug abplatzt. So, und dann haben wir hier ein Glurak. Mein erstes Glurak. Yes. Was heißt mein erstes Glurak? Also mein First Edition Glurak hier, ne? Auch eine sehr schöne Karte. So. Okay, dann packen wir das erstmal wieder alles auf Seite, die ganzen Karten hier. Und dann holen wir die Karten raus langsam. So, Box auf Seite. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit den normalen Standard-Boostern an. Sleeves und Top-Loader liegen schon bereit, sehr gut. Na, ich würde sagen, wir fangen mit Schauriger Herrschaft an, dann mit den Kampfstilen und dann mit den Celebration Boostern. So.
Kampfstile, Schauergeherrschaft. Muss ich natürlich immer wieder gucken. Muss man hier so einen Punkt mal hinmachen, wo ich die Karten hinhalten muss. Ach, guck mal hier, die sind doch schon so auf. Dann können wir die hier oben aufreißen. So. Hm. Erstmal weg damit. Code für euch. So, Code für euch. So, 1, 2, 3, 4. Da haben wir einmal Wasserenergie, robuster Helm, Frubalia, Stolrak, Stollinur, Schimpep, Hoplo, Krabox, ein Raffel, Stolrak in Reverse Holo und wir haben ein Sabione. Leider nix. Ich weiß auch gar nicht, was hier für besondere Karten drin sind, weil ich meine, ich habe schon ein paar von Schauergeherrschaft geöffnet. Aber da war jetzt noch nie kein großer Banger bei. So, hier der Code für euch. Ich weiß nicht, warum ich das immer so rumhalte. Eigentlich ist das... Na, wie gesagt, Leute, ich muss mich da halt noch dran gewöhnen hier ans Setup. Das ist jetzt mein erstes Video, was ich damit aufnehme und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und könnt mir da verzeihen. So, wir haben hier eine Dunkelenergie. Seon. Apollo. Camilo. Voltidam. Ignivor. Butogl. Sesokitz. Stollunior. Kickaloo. Das war schon. Oh mein Gott, der Reverse-Hole-Effekt ist ja mal gar nicht da. Und ein Smogon. Was ist das denn? Der ist ja so gut wie gar nicht vorhanden, der Effekt. Gut, dann haben wir schon das letzte Schauergeherrschaft-Paket. So, mal gucken, ob ich jetzt hinkriege mit dem Code. Ich habe hier so viele Codes rumfliegen, Leute, weil... Ja, weiß ich nicht. So, Code für euch. Viel Spaß damit. 1, 2, 3, 4. Einmal eine Pflanzenenergie. Schmetterhandschuhe. Rollum. Mila. Galaporenta. Horndiu. Chimpep. Kloptopus. Scaraborn. Kikalu, das ist auch schon wieder, also ich erkenne da gar nicht, dass das ein Solo-Effekt sein soll. Und wir haben Krippuk. Leider nichts. So, dann kommen die erstmal auf Seite. Der Bull kommt weg. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4 mal Kampfstile. Schauen wir mal. Ich bin noch mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Leute, ich habe halt echt wieder Bock auf Videos machen und aufs Rumgeschneide und so und mich da wieder reinzufuchsen und alles. Ich habe da halt Bock drauf. So, dann haben wir einmal hier den Code für euch. 1, 2, 3, 4 Kampfstile. Mit dem Set habe ich tatsächlich angefangen, Pokémon, also die Karten zu sammeln. Dann haben wir einmal ein bisschen mehr in die Mitte. Haben wir einmal Energie, Weiser. Fließender Stil Maastricht, Noctuska, Psiao, Quabbel, Klonkett, Sboink, Tuska, Galalamos und Vivillon. Die Hits lassen zu wünschen übrig. Die Hits lassen zu wünschen übrig. Aber wie gesagt, wir haben hier noch nicht so viel. Obwohl, das heißt nicht so viel von Kampfstil. Wir haben schon einige Kampfstil-Karten geöffnet, Booster. Und ja. Einige jetzt haben wir natürlich schon. So, weg mit dem. 1, 2, 3, 4. Von daher, eigentlich jeder Hit, der jetzt kommt. Ich denke mal nicht, dass ich den dann schon habe. So. Antonia. Fließende Angriffsenergie. Reiser. Krebskorb. Ich muss ab und zu mal oben gucken, ob das auch alles drin ist. Galaflegmon. Praktibalk. Psiao. Elektek. Ne, Elektek. Doch, Elektek. Und ein
Elevoltec und wir haben nichts. Ein Belektro. So, vorletzte Kampfsiegel-Booster. Und Tragosso. Von dem wollte ich mir noch den Funko Pop holen, weil ich den eigentlich voll knuffig finde. So, einmal Code für euch. Viel Spaß damit, weg damit. 2, 3, 4. Ich hoffe mal, das funktioniert auch alles so mit den Kameras, mit den Aufnahmezeiten und mit den Akkus da oben. Dass das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wasserenergie, Bisafunk, fließender Angriff, Wirbelrolle, ein Verkokel, Tragosso, Zubat, Habitak, Imantis, Galapantimus, Ausrüstungsstörer und schon wieder nichts. Psiaugon. Noch kein Hit. Noch keinen einzigen Hit. Aber draußen die Kinder ragen wiederum. So, weg damit. Code für euch. Bitteschön. Weg damit. 1, 2, 3, 4. Eine dunkle Energie. Dukles. Kributak. Schwerthold und Schildrich. Tatsächlich, oh, ich bin ja gar nicht drin. Tatsächlich spiele ich gerade, hole ich Schwert und Schild nach. Ich habe Schwertversionen und ich bin gerade an dieser Stelle, wo die beiden aufgetaucht sind. Galaflegmon, Charmian, Thermopod. Mal eben oben gucken, dass ich auch da drin bin. Onix, Palim Palim, Humanolid. Wir haben was. Wir haben einen Kaporiki in V. Sehr schön. Autofokus. Das war der Hit aus der letzten Kampfstilbox. So, der wird erstmal gesleeved. Wo können wir den hin tun, dass man das noch sieht? So, dann kommt der Bulk auch erstmal weg. Brauchen wir nicht. So, Farbenschock. Das ist ein echt schönes Set. Farbenschock. So, mal gucken. Da packen wir den mal hin. Da habe ich mir tatsächlich ein Aktiener-Display gegönnt. Ich weiß auch gar nicht, was, ob der Code jetzt was zu sagen hat. Nein, so rum wieder. Einmal der Code für euch. Bitteschön. Weg damit. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir einmal Blitzenergie. Zwirklopp. Zebritz, Schwalboss, Kloptopus, Zapladin. Ey, sorry Leute, wenn ich die Namen so komisch ausspreche, ne, aber bei 151 hört es mir auch auf. Ein Wuffels. Einmal eine Thermo und haben wir einen Hit? Nein, natürlich nicht. Ein Zaplang. So, das waren dann die Standard-Booster. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Auf jeden Fall nicht so viele Hits gehabt, leider. Nur ein Kaporiki. Aber jetzt kommen wir zu den Celebrations. Da freue ich mich drauf, weil da habe ich, wie gesagt, noch nicht so viele. Ein Glurak wäre natürlich schön. Und die sehen tatsächlich alle so scheiße aus. Guck mal, das sieht doch aus wie resealed. Und da hatte ich tatsächlich mir letztens hier, wo die Box, die Matte drin ist, eine Box gekauft auf eBay. Günstig geschossen und die Booster sahen halt auch echt scheiße aus. Und habe ich erstmal den Verkäufer angekackt, ob das überhaupt original verpackt war, weil die Box ging auch relativ einfach auf. So, hier einmal der Code für euch. Aber die Hits haben mich dann doch ein anderes belehrt. So, wir werden jetzt wahrscheinlich, ja komm, den tun wir mal weg, sehr viele Wiederholungen haben bei diesem Set. Wir haben einmal Zekrom. Cosmog, Yveltal und Zacian oder Zacian, den haben wir tatsächlich schon, den tun wir trotzdem in den Sleeve rein, den guten. So, packen wir ihn mal hier oben hin, den Bulk tun wir mal rüber. So, nächste. Zack. Einmal Code. Na, stellt scharf. So, okay.
So, wir haben einmal Yvetal, Zekrom, da sagen wir doch, haben wir doch schon gesagt, wie holt sich alles Dialga. Und wir haben. Die hat mir tatsächlich auch noch gefehlt. Sehr nice. Oh mein Gott. Sogar fast besser wie ein Glurak, ey. Sehr, sehr geil. Ich muss mal gucken. Na gut, Centering ist halt, glaube ich, oder? Alter, wie gut ein goldenes Mew. Oh, hier oben ein bisschen Whitening. Sieht man das Scheiße? Ja, sieht man. Oh mein Gott, ey. Aber trotzdem. So, okay. Direkt ordentlich wegpacken die Karte. Toploader. Her damit. Her mit den Toploader. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Goldenes Mew. Hammer, gut. Freue ich mich echt. So. Jetzt noch ein Glurak und Bisasflor. Und ich bin glücklich des Todes. Dann habe ich eigentlich auch nach Tara Gold, nach Tara wäre natürlich auch nicht schlecht. So, das wären so die Karten, die ich halt noch gerne hätte. Aber von Celebrations, denke ich mal, öffne ich nicht mehr allzu viele. Code einmal für euch. Bitteschön. Und dann die Karten nochmal zu ziehen, das wäre natürlich nice. Xerneas, Dialga. Und wir haben ein Pikachu, das wir schon tausendmal haben. Egal, wir lieben es trotzdem. Oh, sieht auch gut aus, keine Print, nein. Centering ist für den Arsch. Hier die rechte Seite ist ein bisschen größer. Whitening haben wir auch ordentlich. Egal, wir haben einen Hit. Pikachu, sehr schön. Nächstes. Ja, die sind echt halt total schlecht bearbeitet. Es tut mir echt leid, dass ich den einen Jungen da an, so angeflaumt habe. Das sah ja halt echt grottig aus, ey. So, einmal Code für euch. Und wir haben Xerneas, Kyogre. Ich muss auch mal wieder ein bisschen hochkommen, ey. Growl, ich weiß auch gar nicht, ob ich die anderen jetzt alle gezeigt habe. Oh mein Gott, Leute, es tut mir so leid. So, ich muss so ein bisschen kommen, ne? Und ein Solgaleo. So, Code für euch. Cosmovum, Palkia, Bisasflor. Gut. Sehr, sehr gut, Alter. Ey, diese Premium-Box ist gerade Hammer. Autofokus. Sehr, sehr geil. Keine Printline drauf. Centering geht. Die ist aber ein bisschen auch dreckig hier an den Seiten, die Karte. So, wir haben dahinter noch einen Hit. Und wir haben erstmal surfende Pikachu. Whitening haben wir tatsächlich keins, aber sieht man hier oben, unten. Egal, wir haben Bisasflor. Turtok habe ich jetzt schon, Bisasflor habe ich jetzt schon. Ey, jetzt noch ein Glurak in dieser Box, ne? Ich küsse den Jungen, der mir die Box verkauft hat. Oh Mann, geh rein da. Toploader. Sehr, sehr schön. Ach komm hier. Drauf aufs Pikachu. Der wird auch mal gesleeved hier, das surfende Pikachu. Pikachu. So, sieht man das noch? Nein. So. Ja, ich muss ja hier noch gucken mit dem Setup, Leute. Ihr könnt mir ja mal Vorschläge hier reinschreiben. So, oder einfach mal schreiben, ey, war eigentlich gar nicht mal so schlecht, das Setup. Also, wie gesagt, ist jetzt mein erstes Opening. Das wird jetzt öfters kommen auf dem Kanal. Ich habe auch noch, wie gesagt, andere Karten hier liegen und von Tops, Star Wars, Mandalorian und so. Und wir haben auch noch hinten in der Ecke, seht ihr jetzt nicht, aber die Pokémon Go Trainer, Arena-Leiter-Typen da. Da haben wir die Boxen von. Die kommen auch noch. Einmal hier der Code für euch und meine Kamera geht gleich aus. Deswegen zeige ich euch mal den Code, weil nach 20 Minuten geht die automatisch aus, warum auch immer.
Und ja, machen wir jetzt mal eben kurzes Break da oben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Mit Cosmovum. Rechnen RAM. Birthday Pikachu hatte ich auch noch nicht. Ich gucke immer nach da, weil die eigentlich die Kamera. Ich muss das Handy mal drehen, weil ich gucke automatisch nach rechts, obwohl die links ist. Das hatte ich auch noch nicht. Oder habe ich noch nicht. Das ist wirklich gut. Ey, das ist eine richtig gute Box gerade. Da freue ich mich echt. Birthdays Pikachu. Wir haben dahinter, glaube ich, noch irgendwas. Das fliegende Pikachu. Direkt mal wieder hier sleeven und toploaden. Alter, was für eine krasse Box das ist, ey. Was für eine fucking krasse Box das ist. Ey, wenn da jetzt noch ein Glurak drin ist, ne? Ich raste aus. Birthday Pikachu. So, das fliegende Pikachu kriegen wir uns lief. Und davon haben wir auch schon genug. Dann kommst du mal dahin. So. Nächstes Paket. 20 Minuten schon. So, einmal Code für euch. Zack, weg damit. So, wir haben einmal Dialga, ein Lugia, Xerneas und einmal Mew. Schöne Karte, aber haben wir auch schon 100 Mal. Da habe ich mich tatsächlich, habe ich mich am ersten Mal richtig gefreut. Boah, ich habe Mew. Und dann gucke ich so bei Kartenmarket so 5 Cent. Was ist denn hier los, Alter? Guck mal, die ist schon so alt. Seht ihr das? Warte mal. Hier. Wo ist die Kamera? Hä? Da? Was ist das? So wie von Pusteblumen irgendwie. Naja, egal. Bis jetzt hat uns das ja Glück gebracht. Von daher soll mich das nicht stören. So, Xerneas. Wir haben dunkles Gyarados, habe ich tatsächlich auch schon. Und wir haben dahinter nochmal einen Hit. Fliegendes Pikachu again. Achso, der Code hier. Code für euch. Na, den sleeven wir jetzt nicht. Dunkles Gyarados. Boah, komm, tun wir einen Sleeve rein. Weil den habe ich bis jetzt nur einmal. Jetzt habe ich ihn zweimal. Zack. So, wie viel haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tatsächlich ist überall sowas dran hier. Seht ihr das? Ich weiß nicht, was das ist. Egal. Bringt uns Glück. Bringt uns Glück. Vielleicht kommt hier irgendeine Spinne raus, beißt mich voll tot um, ey. So. Cosmog. Xerneas. Also, ich muss wieder gucken, ob ich da. Boah, ich bin Yvital. Wir haben ein Pikachu. Und einmal einen Code für euch. Den lieben wir jetzt auch nicht, den haben wir ja schon mal. Und den habe ich jetzt auch schon tausendmal. Seht ihr das immer? Wenn ich in die Kamera gucke, gucke ich immer automatisch direkt nach rechts. Warum auch immer. Ich muss mich, wie gesagt, noch an das Setup gewöhnen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt schon keine Videos mehr gemacht habe. So. Cosmorum. Dialga. Palkia. Schon wieder MU. Und der Code. Ich muss mich auch gleich erstmal reinfuchsen ins Schneideprogramm, wie das alles funktioniert mit dem Synchronisieren, weil einmal hier, schon wieder, einmal hier Handykamera, einmal hier oben die Canon von mir, dass ich das irgendwie dann synchronisieren kann, die beiden. Kyogre. Oh, Ho-Oh. Oh, wir haben was, wir haben was, wir haben was. Luxtra. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht. Blendender Blick, Blitzeinschlag. Ich glaube, der ist mir so leid, ich bin so schlecht, ey. Der wird Trick gesleeft. Lunala und der Code für euch. Sonst liegen hier die ganzen Pakete auf dem Top-Loadern, ey. Geht weg. Ich muss sagen, echt gute Ausbeute bis jetzt. So, Top-Loader. Zack, hier dunkles Gyarados kommt weg. Sieht man das? Ja, perfekt. Nächstes Booster.
So, nicht vergessen, Coach. Wieder ein Ho-Oh. Lugia. Nochmal zweite Visa Floor in der Box. Nicht schlecht, aber ich hätte gerne ein Glurak. Mann. Anomew. So, zweite Visa Floor. Tauschen denke ich mal nicht. Denk mal, das Visa Floor ist da um einiges günstiger. Aber ich habe vor, ich habe jetzt von Pokémon Go das Mew Altart doppelt gezogen. Das habe ich jetzt heute Morgen bei eBay verkauft. Von dem Geld wollte ich dann ein paar Karten zum Graden schicken. Da könnt ihr auch mal in die Kommentare mal schreiben. Ich habe, das ging ja mal voll easy auf, ein Blister voll und so eine Tinbox voll mit den wertvollen Karten. Da könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr auch die gerne mal sehen wollt. Dann kann ich da auch mal ein Video drüber machen. So, einmal Code für euch. Zack. Wir haben, oh, ich habe schon mich zu ballern, das ist mir auf jeden Fall ein Hit hier drin. Ne? Wir haben einmal Kyogre. Den Autofokus hätten wir gerne. Autofokus. 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 Ah, guck. Cosmog. Ein falscher Professor Eich. Und ein surfendes Pikachu wieder. Der kommt auf Seite. So, wir haben noch 4 Booster. Ist hier ein Glurak drin? Das wäre so schön. Oder Goldstar Nachtara. Das wäre noch schöner. So, wir haben einmal Xerneas. Ich habe den Code schon wieder vergessen, ne? Kyogre. Cosmogum. Und nochmal ein Zechien. Den machen wir jetzt auch nicht im Sleeve rein. Einmal Code für euch. Weg. So, drittletzter Booster. Drittletzter Booster. So, Alzheimer lässt grüßen. Code für euch. In den scheiß Ständer geworfen hier. So, Lugia. Groudon. Wir haben was. Oh, T-Magmas Groudon. Sehr schön. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Bin mir da gar nicht sicher gerade. Und ein Mew. Der wird direkt gesleeved. Ist er überhaupt richtig rum? Ich glaube nicht. So. Und Toploader, ja. Zack. Hier drauf. So. Vorletztes Booster, Leute. Vorletztes Booster. Ich meine, komm, scheiß aufs Glurak. Wir haben goldenes Mew gezogen und zweimal dieser Floor. Das ist eine echt krasse Premium-Box gewesen. Also beschweren kann man sich nicht. Einmal der Code für euch. Zack, weg. So. Dialga. Palkia. Oh, und ein Solgaleo. Letzte Booster, Leute. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen, dass hier noch irgendein geiler Shit drin ist. Last Pack Magic. Last Pack Magic. So, nicht spoilern lassen. Einmal der Code für euch. Okay. Autofokus. Hallo? Hast du Bock? Ah, hast du Bock. Okay, hat Bock. So, wir haben ein Ivetal. Wir haben ein Kyogre. Ist das Glurak? Nein, ich hab wieder so ein Glurak. Feuersturm, oh mein Gott. Oh, so ein Pikachu, ey. Ja, im letzten Paket ein Hit, ne? So, Leute, dann wollte ich mal euch mal eben die Hits zeigen, die wir hatten. Also, so hat schlecht angefangen mit den Random Boostern hier von Kampfstile, Schaurige Herrschaft und Farbenschock. Aber
Ich muss sagen, die Celebrations Booster haben nicht enttäuscht. Fangen wir mal jetzt mit den Karten an, die wir hier sehr oft werden. 1, 2, 3, 4 mal Mew. Dann hatten wir. Ich zeig das mal jetzt hier in die Kamera. Pikachu. Den hatten wir zweimal in Sächchen. Dann einmal surfendes Pikachu. Und einmal nochmal das normale Pikachu. Dann hatten wir zweimal fliegendes Pikachu. Nee, das machen wir zum Schluss. Dann hatten wir nochmal ein surfendes Pikachu. Dann Zechian oder Zakian? Alter, keine Ahnung, ey. Bitte steinig mich nicht, dass ich die Namen komisch ausspreche. Birthday Pikachu. Sehr schön. Oh. Obwohl, die Sachen, die ich in den Toploader reinpacke, die packe ich ja gar nicht in meinen Ordner rein. Da könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob es so einen Ordner für Toploader gibt. Weil, wie gesagt, ich packe die ganzen Karten, die ich in den Toploader habe, in so eine Tinbox rein. Und ja, das ist auch immer doof, dann, wenn man die Karten sich angucken will, immer die einzeln rausholen aus der Tinbox. Das ist ein bisschen doof. Dann haben wir Luxtra. Auch eine Karte, die ich noch nicht hatte. Sehr schön. Dann Team Magmas Groudon. Auch sehr schön. Ich glaube, die hatte ich auch noch nicht. Dann. Oh, ich habe was vergessen. Ein Pikachu. Dann zweimal Bisasaur. Und der ultimative Hit. Ne, machen wir erstmal noch das. Dann hatten wir ja nochmal aus dem. War das Kampfstile? Ja, Kampfstile. Den Kaporiku in V. Der kommt in den Blister rein, weil der nur gesleeved ist. Und der ultimative Hit. Das goldene Mew, ey. Da muss ich gleich mal bei Kartenmarkt gucken, was das kostet. Da bin ich auch noch immer überlegen, ob ich euch die Preise unten einblende. Das werdet ihr wahrscheinlich sehen beim Video. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal beim Zugucken. Wie gesagt, hinten stehen noch die Pokémon Go Trainer. Nicht Trainerboxen hier, diese. Ihr wisst schon, was ich meine, diese mit dem Pin da, ne? Diese Pinboxen habe ich hinten. Und die werden wir auch noch auspacken. Und ich habe von Tops auch noch was hier rumfliegen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage dann bis zum nächsten Video. Ciao.